Vertrauen, das uns der Präsident und der Sportrat entgegengebracht haben, spricht natürlich auch für uns. Wir haben uns, denke ich, in den letzten Jahren auch durch die Ausrichtung vom Badminton Karlsruhe Cup einen Namen gemacht. Ich kann an dieser Stelle den 1.2. Juni 2013 als Termin im Karlsruhe Cup, VR Bank Karlsruhe Cup, ankündigen schon mal. Ich begrüße recht herzlich, ich habe eben schon mal erwähnt, den Präsidenten Dieter Gläse an der Kamera vom Bayerischen Badmintonverband. Wir dürfen uns da lassen. Vereine und Verbände, die meisten sind Sportverbände.
Strafen, etwa 10 oder 11 Hallen. Und selbst 14 Wochen Kapazitätsprobleme, um alle Spieler unterzubringen für den Trainingsbetrieb, für den Wettkampf zu bringen. Diese Halle hier ist hoffentlich so geschaffen, dass sie alles vorfinden, was sie brauchen für ein gutes, für ein hochkarätiges Turnier. Ich wünsche es Ihnen, dass Sie sich hier wohlfühlen, ich wünsche Ihnen viel Freude bei Ihrer schnellen, bei Ihrer traditionsreichen, aber auch sehr modernen Sportart. Alles Gute, viel Erfolg, eine gute Zeit hier bei uns in Amsterdam. Als Handball-Speicherkettenverbandes hier sich Sie zu den 58. Bayerischen Meisterschaften sowie zu den 10. Bayerischen Bezirksklassenmeisterschaften. Ich freue mich, dass wir mal wieder in Unterfranken sind. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber das letzte Mal da war, ich muss sagen, es ist auch immer ein Risiko, in den Vereinen so weit ab dem Schuss, weil das große Badminton zahlenmäßig wird halt einmal in Oberbayern gespielt, im südlichen Bayern gespielt, wenn ein Verein es riskiert, hier eine derartige Veranstaltung auszurichten. Dann ist es wichtig, dass die Unterstützung da ist. Und deswegen freue ich mich, gehört zu haben, dass sowohl die Stadt als auch private Sponsoren die Veranstaltung unterstützen. Weil es geht halt nicht ohne diese Hilfe. Und wir wollen natürlich eine interessante, attraktive Veranstaltung haben. Ich bin ganz sicher, auch wir waren schon mal da, heute sind wir durch das Südtirol. Das ist wunderbar, dass es eine ganz tolle Veranstaltung geben wird. Wir sind gespannt darauf, wie also dann auch der sportliche Ausgang ist. Ich habe gesagt, die wichtigen Leute, die spielstarken Leute, sind also vor allem in Oberbayern beheimatet, erste Bundesliga Rosenheim, zweite Bundesliga Neuhausen, Nymphenburg und Neubiberg. Trotzdem ist es also so, dass hier ein interessantes Teilnehmerfeld an den Start geht. Es ist also von der zweiten Bundesliga bis zur untersten Klasse alles vertreten, sodass also auch höchst interessanter Ort geboten werden wird. Da bin ich schon bei dem, wie es weitergeht. Diese Veranstaltung ist die Qualifikationsmeisterschaft für die Südostdeutsche Meisterschaft. Die ist auch in ihrer Nähe, nämlich am 5. und 6. Januar findet in Goldbach die Südostdeutsche Meisterschaft der Aktiven statt, für die man sich, die Arbeiterschaft, die Meisterschaft gibt es da nicht, qualifizieren kann. Ich hoffe, dass die Leute, die sich dann wirklich qualifizieren, auf diese Veranstaltung fahren. So, bevor ich jetzt das Wort weitergebe, habe ich noch einen Punkt, auf den ich auf jeden Fall ansprechen möchte. Ihr seht also die Plakate mit den Partnern des Bayerischen Badmintonverbandes. Das sind alles Firmen, Badmintonausrüster und auch Ballhersteller. Die Gegenleistung für die Hilfen, die uns diese Firmen bieten, ist, dass wir natürlich den Ball, den sie anbieten, spielen müssen und spielen sollen. Das sind Spitzenbälle, Monix, Victor, Oliver, ihr kennt es. Das heißt aber auch, dass auf dieser Veranstaltung wirklich nur der Winterball zu spielen ist. Ich möchte euch da, ohne das jetzt irgendwie als Drohung verstanden zu wissen, darauf hinweisen, dass am 13.10. der Vorstand des Bayerischen Badmintonverbandes beschlossen hat, wenn bei so einer Veranstaltung im Wettbewerb, also nicht beim Einspielen, mit einem anderen Ball gespielt wird, dann wird der Verein des Spielers, der das macht, mit der Geldbuße von 100 Euro belegt und beim zweiten Verstoß wird er aus dem Turnier eben ausgeschlossen. Bitte nehmt es ernst, es ist einfach auch eine Existenzfrage für den Bayerischen Verband, dass er die Verträge mit den Sponsoren einhält und dafür ist es notwendig, dass eben auch der Ball gespielt wird. So, damit darf ich, bevor ich an den Referee weitergebe, euch allen viel Freude, viel Erfolg wünschen und natürlich für jetzt freie Spiele. Vielen Dank. Also wir stellen uns auf drei. Eins.
Folgende Fragen müssen vorbereiten. Martin Wagner, bitte.